Meine Damen, meine Herren, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Heute ist es soweit. Ihr habt richtig gelesen, wir werden heute mal wieder verborgenes Schicksal öffnen. Die Edition, die vergriffen ist wie kein weiteres Set aus der heutigen Zeit. Eine Tinbox kostet inzwischen 60 bis 80 Euro mit 4 Boostern. Und wir werden heute 10 Booster öffnen, denn ich habe hier für euch eine Superball Collectors Edition mit Zoroark Shiny. Diese Box ist 150 Euro wert, wenn nicht sogar mehr. Und diese Box habe ich nicht gekauft. Diese Box hat ein Abonnent tatsächlich für mich gekauft in Tschechien. Also, ich habe die Box ganz normal halt gekauft von ihm für 60 Euro, die er halt auch bezahlt hat. Von daher Ehrenaktion, danke, geht raus an den guten Chris. Vielen, vielen lieben Dank, der extra nach Tschechien rübergefahren ist, oder beziehungsweise wohnt ganz nah an der Grenze wohnt. Und ja, der hat sich auch nochmal ein paar Boxen gegönnt, aber wie gesagt, diese Box hat er sozusagen für mich ausgelegt. Ich habe ihm das Geld überwiesen, nun habe ich die Box. Wir haben hier 10 Booster verborgenes Schicksal drin und ihr wisst, glaube ich, was wir jetzt ziehen können, ne? Shiny Glurak. Die Goldkarten, die Evolutions in Shiny. Es kann insane werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dementsprechend öffnen wir diese Box. Und ich würde sagen, seid ihr ready? So, die Promokarte holen wir noch raus. Ohne Beschädigung hoffentlich. Und wir gehen hier einfach mal ganz normal Beat the Box Mania ran. Das heißt, wir versuchen natürlich den Preis der Box wieder rauszuholen. Und ich glaube, diese Zoroark GX Shiny, die wir schon gezogen haben, ist tatsächlich schon ein paar Euros wert. Also ich schätze jetzt so, ich hätte jetzt so 12, 13 geschätzt, grob. Den normalen Preis werdet ihr wahrscheinlich eingeblendet sehen. Wir haben gutes Centering erwischt. Wir haben keine Kratzer auf dem Foil. Wir haben, boah, gar nichts. Die ist crystal clear. Mit der Karte ist wirklich absolut nothing. Die können wir so in die Hülle reintun. Und die ist perfekt. By the way, Boys and Girls, ich habe hier in diesem Video was ganz Besonderes für euch. Und zwar seht ihr es vielleicht schon. Ich kann hier so ein bisschen hell und dunkel machen. Oder eventuell kalt und warm. Denn ich habe eine neue Beleuchtung hier in meinem Setup. Wie ihr gerade gesehen habt, hilft mir dieses Produkt, was ich euch gerade kurz geteasert habe, bei meinen TCG-Openings. Und zwar ist das die Screenbar von BenQ. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und zwar ist das, wie gesagt, eine Lampe, die ihr oben auf eurem PC-Display raufschnallen könnt. Und wo ihr dann halt mit Hilfe eines Rads die Helligkeit und die Temperatur des Lichtes einstellen könnt, ob ihr es hell, dunkel, kalt oder warm haben wollt. Was mir bei den Openings hilft, weil so kann ich den Mut anpassen und gleichzeitig leuchtet nicht mehr frontal von oben eine Lampe runter und die Karten spiegeln oder sonst was, oder beziehungsweise die Lampe spiegelt sich in den Karten wieder. Also eine super coole Sache. Vielen Dank nochmal fürs Zusenden an BenQ für die Screenbar. Checkt die Jungs gerne ab, Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschicken. Wie gesagt, das habe ich von den Jungs bekommen. Ich krieg dafür kein Geld oder ähnliches. Aber ja, finde ich mega cool. Vielen lieben Dank. So, wir machen mal hier wieder die kühle Temperatur auf der wunderbaren Zero of Time Playmat, wovon nicht mehr so viele da sind. Und wir haben hier die wunderbaren Booster. Huh, 10 Stück an der Zahl. Ich bin gespannt, ob wir das ein oder andere Shiny ziehen können, wie gesagt. Gehen wir es an. Ich hoffe, ihr seid hyped. Lasst gerne ein Däumchen da, Leute. Support ist immer gerne gesehen. Und appreciated dementsprechend würde ich mich freuen, ne? Ist halt ein teures Set. Falls ihr ebenfalls verborgenes Schicksal Tinboxen oder sowas abgeben wollt, wie gesagt, damit ich sie vielleicht öffnen kann für die Community, also ich kaufe sie halt euch ab, ganz normal, meldet euch gerne per Instagram oder halt per Mail, ne? Ich würde ganz gern mehr von diesen Boxen öffnen, aber die Preise gerade sind sehr, sehr broken und falls ihr mir da irgendein Freundschaftsangebot machen wollt, bin ich natürlich gerne offen für alles. So, wir haben hier die erste Rare und beziehungsweise die erste Reversed erstmal. Und es ist Glumanda, weil auf dem Reverse-Slot könnten Shiny-Karten sein. Dementsprechend bin ich da sehr vorsichtig. Und wir haben hier Bills-Analyse. Das heißt, wir haben im ersten Pack leider Nenite gezogen. Was ein bisschen traurig ist, ein bisschen traurig. Aber wir haben ja noch ein paar Packs. Dementsprechend sind wir da ganz entspannt und öffnen hier das Mewtwo.
Oh, ich freue mich gerade so extrem, dass ich mal wieder diese Edition öffnen darf, ne? Shining Legends, war geil. Aber Verborgenes Schicksal ist da schon ein bisschen was anderes. Und keine Ahnung, ist halt mit einer meiner absoluten Lieblingssets. Das Set, was ihr euch am meisten wünscht, glaube ich. Hier mit Arktos auch drauf im... auf der wunderbaren Retternkarte. So, ich wollte mal kurz noch ein bisschen nach hinten gehen. Evoli Pikachu, wir haben ein PP. Ein Smogon, wieder kein Shiny Pool. Und ein Pixie, was in die Ferne schaut. Ich habe eine sehr lustige Sache heute. Und zwar habe ich ein bisschen Schoki dabei. Ein bisschen goldene Schoki. Vielleicht bringt es ja ein bisschen Glück, ne? So, das goldene Ticket ziehen wir vielleicht. Ach du Heilige, die Schoki ist zerbrochen. Eigentlich brauche ich heute nur ein bisschen Zucker tatsächlich. Das Ding ist halt, ich bin immer sehr, sehr müde. Und ich ernähre mich soweit immer gesund. Und ab und zu brauche ich den Kick. Ab und zu brauche ich mal so ein bisschen Zucker. Und dafür, ja, habe ich immer so ein paar Notfallrationen, sage ich mal, am Start. Mal gucken, ob uns das hier eine Shiny-Karte bringen mag. Wir haben hier Flagmon, PP und Raichu in der GX-Version. Alright, wenigstens gehen wir hier mitten im Hit raus. Raichu GX, nicht die teuerste Karte, auf keinen Fall. Ist ein bisschen off-center, wie wir sehen können, ne? Also nicht so... nicht so krass, aber take ich auf jeden Fall. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so viel wert. Ich hätte jetzt einen Euro getippt, vielleicht zwei jetzt gerade. Da geht auf jeden Fall mehr. Da geht definitiv mehr. So, upside down, warum auch immer. Schauen wir mal, vielleicht bringt es ja ein bisschen Glück. Die Misty, die am Twerken ist, ne? Pokémon Center Lady. Sabrina, wir haben die drei Girls. Mal gucken, ob die drei Girls hier ein bisschen Packluck mit reinbringen, ne? Tragosso. Kleinstein. Wieder keine Shiny, okay. Die gute Arena von Rocco aus Mamoria City. Und der gute Glatzkopf. Pyro. Pyro, Pyro, Pyro. Okay, okay. Pyro, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Zeig uns doch mal hier dein Feuer-Pokémon. Oder ein Feuer-Pokémon, wenn du schon am Start bist hier, ne? Das gute Glurak. Das gute Glurak. Habe ich euch bei einem Ihr-Seht-es-zuerst-Pack gezeigt. Ob das nochmal... oh, wir haben auch, by the way, eine Feuerenergie gezogen. Vielleicht heißt das was. Also Misty ist nicht hot. Misty, tut mir leid. Wir sind heute... ich bin leider nicht Mistys Typ, muss ich sagen. Also von daher hoffe ich einfach mal... oh mein Gott, no way! No, 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 no way! Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein! Niemals im Leben. Wir ziehen hier aus dieser Box Gold Tapu Fini. Wisst ihr, was das krass ist? Die Karte hat mir noch gefehlt. Eine Gold Tapu Fini Card. No way in hell. Ist diese Karte schön. Ich sag euch, das goldene Papier hat die goldene Karte gebracht. Centering ist ein bisschen off. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Hier ist der Rand etwas kleiner als dort. Holy shit. Die Karte ist money wert. Die Karte ist money wert. Oh mein Gott. Scheiß mal auf jegliche Shiny. Die Karte ist... boah. Boah. Ich bin gerade voll durch. Ich habe gerade voll den Durchhänger. Das ist geil. Das ist fantastisch. Und ein Gyarados dahinter. Das gute Gyarados. Jungs und Mädels, Alter. Was soll ich sagen? Tapu Fini Gold. So geil. Ich habe Tapu Bulu. Ich habe Tapu Fini. Und ich habe Tapu Lele. Tapu Koko ist der letzte, der fehlt von den Goldjungs. Dann habe ich alle. Und wir haben noch 5 Packs. Oh boy, diese Box ist jetzt schon insane. Come on, wir machen ein Ihr-Seht-es-zuerst-Pack. Nach langer, langer Zeit mal wieder. Eins. Und zwei. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Weil die andere Karte, glaube ich, davor war. Aber was war das bitte? Boah, mir ist... ein bisschen ist mir gerade die Sprache verschlagen, ne? Ein bisschen... oh mein Gott, no way! No way in hell, Alter! Oh, die X dahinter in Shiny! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! No!
Das ist ebenfalls eine Shiny, die mir gefehlt hat. Das ist so gut. Und es ist das Feuer-Pokémon, was der gute Pyro uns ja aufbeschworen hat. Ich sage es euch. Ich sage es euch. Richtig geil. Auch nochmal eine 20-Euro-Karte. Dieses Set ist einfach unschlagbar. Ich sage es immer wieder. Ho-oh Shiny. Ey, wenn das Glurak gewesen wäre, ne? Wir hätten hier von einer über 500-Euro-Karte gesprochen. What the hell? Dieses Set, ich liebe es. Ich liebe es. Lasst ein Däumchen da, Leute. Macht dieses Video viral, damit wir noch mehr von diesen Boxen öffnen können. Ich will hier mindestens heute 3000 Likes sehen. Come on. Zeigt, was ihr könnt. Die Feuerkraft ist hier am Start, ey. Also es ist heftig, Alter. Es ist heftig. Wir haben hier Anton, Pipi, Carpador, Rattan, Voltoball. Und da ist wieder die Marmoria Arena mit der Wasserbändigerin Misty. Ein bisschen am Wasserbändigen. Puh, wir haben noch 3 Packs. Ich würde sagen, machen wir mal eins auf und hoffen, dass wir hier noch was drin sehen. Also ich bin jetzt schon wunschlos glücklich. Vielleicht noch ein kleines Mini-Shiny. So ein Glumanda, Glutexo. Ich glaube, was fehlt mir noch für ein Shiny? Irgendein Pflanzen-Pokémon fehlt mir, glaube ich, noch. Mosquito oder sowas? Mal sehen. Wir haben mal einen Kleinstein und ein Zapdos nochmal als Holo-Karte. Also wir ziehen hier richtig, richtig strong. Ich glaube, ich habe noch hier... Die beiden Packs öffnen wir auf jeden Fall noch. Die habe ich hier noch rumfliegen von ein paar anderen Boxen. Sonnemond-Base-Set. Und Teams sind Trumpf. Professor Kukui, Golbat. Ich glaube, ich habe die Kamera wieder zu weit hoch. Muss ich zunächst mal wohl ein bisschen höher packen, tatsächlich. Also ein bisschen zu weit hoch, mein ich. Ein bisschen zu tief. Taurus GX haben wir hier. Durchbricht die Packlack-Mauer. Und sagt, yo, Bruder, pass mal auf, ey. Die nächsten 2 Packs, die können auch mal gefährlich werden. Ich bin sehr gespannt, ey. Ich bin sehr, sehr gespannt, ey. Schauen wir mal rein, was wir hier haben, ey. Georock mit den kleinen Buddies auf seinem Körper. Castadur, Mauzi, Kleinstein, aber diesmal als Knetartwork. Slimer, Taubsi, Aerodactyl und Mimikma. Okay, aus den Packs leider gar nichts. Aber wir haben noch 2 Packs verborgenes Schicksal. Und hoffen natürlich, dass wir nochmal irgendwie so einen Pull bekommen wie gerade, weil, ja, das ist, glaube ich, das, was man sich wünscht aus diesem Set. So, wir haben 2 Ladies. Wir haben einen Pummeluff, Raupi, Paras, Anton, Glumanda, Celesteela als Shiny. Let's go. Richtig gut. Und dahinter nochmal ein Relaxo. Das ist das kleine Shiny, was ich mir gewünscht habe tatsächlich. Und ich bin mir nicht sicher, habe ich Celesteela? Ich glaube auch nicht. Das wäre broken. Das heißt, wir haben heute 3 Karten gezogen, die mir noch gefehlt haben aus dem Set Verborgenes Schicksal. Denn ich versuche Verborgenes Schicksal komplett zu ziehen. Schaut euch gerne das Video dafür an, was hier gleich eingeblendet wird, falls ihr sehen wollt, welche verborgenen Schicksalkarten mir noch aus der Edition fehlen. So, letztes Pack. Ich guck nirgendwo hin, damit ich nirgendwo gespoilert werden kann, falls irgendwas durchschimmert oder sonst was. Puh, wir gehen dran. Wir haben eine Feenenergie. Ein Sichlor. Sabrina. Pokécenter Lady. Evoli. Pummeluff. Smogon. Sterndu, Rattan, Naganadel GX, Full Art. Holy shit, sieht die geil aus. Sieht die Karte geil aus. Und dahinter nochmal ein Mewtwo. Was war das bitte für ein Opening? Was war das bitte für ein Opening? Also, ich habe schon die ersten Leute in den Kommentaren gesehen, die gesagt haben, yo, Zero, öffne die Box nicht. Die ist viel mehr wert als der Inhalt. Ja, what the fuck, Alter, ey. Also, wir sind ja komplett ham gegangen. Komplett ham. Gold, 2 Full Art Shinies, normale Shiny, 2, 3 GXs. Also, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die Promo 8 Hits. Ich glaube, ich beende hier einfach noch das Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ich werde jetzt Schokolade gönnen. Und wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Ich hoffe, zu Verborgenes Schicksal. Schauen wir mal. Macht's gut und ciao.
Schmeckt gut.